Leute, Namaste, willkommen in meiner indischen Küche. Heute gibt es ein Snack-Rezept und es ist Beguni. Es ist ein frittierter Snack und aus geschäbten Mehl und Auberginen zubereitet. Von außen sind sie so knusprig und von innen weich. So, jetzt zeige ich euch die Zutaten. 80 Gramm geschäbten Mehl, 20 Gramm Reismehl. Wenn ihr kein Reismehl habt, ist es auch in Ordnung, allerdings werden die Frittiers nicht ganz so knusprig, aber der Geschmack bleibt trotzdem lecker. So nimmt mal dann insgesamt 100 Gramm Kichererbsenmehl, einen halben Teelöffel Knoblauch, einen halben Teelöffel Ingwer, Chilipulver, einen halben Teelöffel Garam Masala, einen halben Teelöffel Kurkuma-Pulver, Salz und eine Aubergine. Insgesamt ist es fast 200 Gramm. Kichererbsenmehl, Reismehl, Chilipulver, Kurkuma-Pulver, Garam Masala und Salz in eine Schüssel geben. Gut vermischen. Dann fügen wir Knoblauch-Ingwer hin und geben Wasser nach und nach hinzu, bis ein dickflüssiger, klumpenfreier und glatter Teig entsteht. Die Konsistenz sollte etwas fester und gleichzeitig flüssiger sein. Diese Mischung für ca. 10 Minuten ruhen lassen. Jetzt schneiden wir die Aubergine in dünne Scheiben. Es ist wichtig, dass die Aubergine in dünne Scheiben geschnitten ist, weil sie nicht lange zum Frittieren braucht und die Aubergine sollte auch von innen gut durchgebraten werden. In der Zwischenzeit Öl in eine Pfanne erhitzen. Jetzt die Aubergine-Stücke in die Mischung tauchen und die extra Mehlmischung abschütten. Die Aubergine langsam in Öl legen und von beiden Seiten richtig frittieren, bis die Aubergine-Stückchen gleichmäßig goldbraun und knusprig sind. Am Anfang sollte die Hitze hoch sein, dann stellen wir die auf Mittelhitze. Jetzt nehmen wir die raus. Und wir sind fertig. Hier haben wir diese knusprige Frittiers. Hier habe ich Dal Chawal damit. Die schmecken auch sehr gut mit Minzchutney. Und darüber bestreue ich ein bisschen Chaat Masala. So, ich hoffe euch, dass es euch gefallen hat. Es ist total einfach. Und versucht mal. Bis dahin, mach's gut. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.